Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und hier ist ein Liebesorakel. So, was denkt er über dich heute? Gestern waren, was er möchte dir gerne sagen. Heute, was denkt er an dich heute? Oh, wow. Bei jemandem sieht so aus, dass er dich sieht als Chance, selbst zu wachsen. Übrigens, er ist oder jünger wie du oder ist noch unreifer Mensch. Aber er sieht die Möglichkeit, neben dir zu wachsen, sich zu verändern, reifer zu werden neben dir. Und was ich sehe noch, ihr habt beide gleiche Energie. Das heißt, ihr beide sind feurig, abenteuerlustig, auf etwas Neues, Schicksals ausprobieren und so weiter. Das könnte bei jemandem von euch sein. So, meine Lieben, seine Gedanken über dich heute. Nein, bitte nicht. Ja, er kann wachsen. Meine Lieben, wer hat sich jetzt in Resonanz, er kann wachsen. Er kann mit dir wachsen, wirklich. Und so wie aussieht, das ist deine karmische Partner. Da, wo du viel lernen kannst, auch von ihm. Viel Spaß, meine Lieben. Aber wir gehen weiter, ja? Das war das, weil die Karten habe ich lange, das sind Tattoo-Karten, glaube ich. Ich habe die schon lange nicht genommen in die Arbeit. Und die sind jetzt springen, die wollen gerne reden. Ja, dann lassen wir die Karten reden. Wer will nicht Erste? Hm? Gleich schauen wir, was da los ist. Weil jemand von euch verkrampft, ich spüre das. Wenn die Karten sich so bewegen, das heißt, jemand will, dass die Wahrheit hier kommt, nicht hören. Oder erwartet das. Oder vielleicht jemand, versteht ihr, wir kommunizieren miteinander. Ihr mit mir, ich mit euch. Und ist so, dass oft ihr beeinflusst mich. Ja, und ich versuche trotzdem durchzukommen, meine Lieben. So, die erste Stapel oder die zweite. So, die erste. Ha, jemand will nicht auf die nächste Ebene kommen. Das hier zeigt Situation, was du nicht hören willst. Das ist so wie wahr, wird nie sein. Was will er dir sagen? Dass es vorbei ist. Das ist vorbei ist. Das alles ist vorbei. Das möchte er dir sagen. Es tut mir leid, meine Lieben. Aber dass jemand möchte das nicht hören. Das gibt's. Das, was du neue Anfang willst, möglich ist nur, wenn ihr beide neue Anfang wagst und von vorne anfängt. Das heißt, auf die nächste Ebene kommt. Nur wenn ihr beide das freiwillig hier zwingen, kann man gar nichts. Und das möchte er dir sagen. Oder ihr eure Wünsche leben könnt. Versteht ihr? Träume leben könnt, ihr könnt von vorne anfangen, aber so wie war, will er nicht mehr haben. Das möchte er dir sagen. Das sind seine Gedanken heute über dich. Das so wie es ist, will nicht. Oder Trennung oder von vorne anfangen. Das sind seine Gedanken. Er denkt viel. Kann sein, er hat sich zurück ein bisschen gezogen, in die Arbeit reingeschlüpft. Er denkt, er plant etwas, wie er dir das sagen kann. Ob neuer Anfang möglich ist, das hängt von euch beide ab. Ob ihr beide wollt, neuer Anfang. Einzige jetzt, was ich kann machen, Rat für dich. Was sollst du tun? Versuche es, ihn zu verstehen, was er von dir will. Versuche, sich zu verändern, weil so wie aussieht, du bist zu langsam. Er ist gescheiter.
Sorry, dass ich das sagen muss. Dein Gegenüber ist gescheiter, schneller. Er möchte schnell, er möchte, vielleicht ein bisschen ist er unreif. Vielleicht. Frech, unreif. Redet zu viel. Redet so Pläne, bla 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 bla. Aber er möchte gerne auf nächste Ebene. Er möchte gerne höhere Stufe mit dir. Was bedeutet höhere Stufe? Das bedeutet zum Beispiel, ihr habt euch kennengelernt, ihr habt miteinander noch nicht geschlafen. Das heißt, er möchte dich nach dem Kennenlernphase ins Schlafphase gehen. Oder er möchte von Schlafphase befreundet sein, in Beziehung rein mit dir gehen. Nächster Schritt, seriöser Schritt. So wie aussieht, er will das. Er will sogar, so wie aussieht, bei manchen kann sein, dass er Kind will von dir. Er wünscht sich, dass seine innige Wunsch schon aus Kindheit Kindereigene zu haben, wenn ihr noch nicht habt. Und hier musst du mehr seriöser angehen. Noch eine Karte. Da musst du, so wie aussieht, du musst mit dir selbst arbeiten. Mit dir selbst. Solche Gedanken hat er über dich heute, hier und jetzt, wann du dieses Video gefunden hast. So, meine Lieben, jetzt der zweite. Oh, jemand ist verliebt. Bitte nicht. Ich liebe nicht, wenn die Karten springen, aber oft springen die. Er ist auf jeden Fall verliebt, aber das macht ihm Angst. Ihm macht das Angst. Er hat Angst vor Enttäuschung. Er lässt irgendwie die Gefühle nicht zu. Solche Gedanken hat er über dich. Er ist verliebt, das schon, aber er, diese Verliebtheit, diese Schmetterlinge im Bauch, machen ihm Angst. Schreckliche Angst, meine Lieben. Er hat Angst, weiter mit dir zu, die nächste Stufe, sich eure Beziehung zu entwickeln. Kann sein, ihr habt euch gerade kennengelernt. Kann sein. Kann sein schon etwas länger, aber aus dem leichten Flirt zum romantischen und so weiter, etwas seriöser. Ich sehe, hier geht er nicht. Hier sind große Ängste. Und er bildet sich diese Ängste, weil er hat früher erlebt erst, weil er war schon enttäuscht. Ich weiß, viele Menschen lassen nicht zu neue Gefühle, weil die waren schon verletzt. Trotzdem muss man zulassen. Nach 10. Mal bist du schon verhärtet. Das heißt nicht, dass du nicht lieben kannst. Was möchte er dir noch sagen? Vielleicht wartet er von dir auf ein Zeichen. Und ihm hier irgendwie läuft alles zu langsam für jemand von euch. Mühsam ist das. Endlich möchte Mensch Feuer haben in eurer Beziehung. Aber hier sind die Ängste. Und er, so wie aussieht, er bewahrt diese harmonische Miteinander. Rat jetzt für dich. Für dich ist irgendwie schwer, Entscheidungen zu treffen. Du hast deine eigene Leiche im Keller. Du hast noch Transformation nicht fertig von der Vergangenheit. Das heißt, du hast etwas noch los nicht gelassen. Momentan ist natürliche Transformation. Nutze die Zeit, lasse die Vergangenheit. Versuche es vielleicht mit diesem Mann. Ich sehe nicht, das ist Mann aus der Vergangenheit. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe, ihr könnt eine gute Liebespaar sein. Ob das feste Beziehung wird, das weiß ich nicht. Aber Liebespaar könnt ihr schon werden. Weil er hat angefangen von Ass der Kelche, 2 der Kelche. Aber hier Enttäuschungen.
Enttäuschungen, bei ihm Enttäuschungen und bei dir auch Vergangenheit. Dir ist auch schwer. Und er bestimmt spürt das, dass du dich nicht zulässt. Ändert euch beide. Übrigens, wenn du dich veränderst, wenn du Vergangenheit, deine alte Liebe loslässt, er wird das spüren, er kommt auf dich zu. Hier ist ein Impuls, dass er auf dich zukommt. Er wartet nur auf diesen Moment. Er vergräbt sich vielleicht in die Arbeit momentan. Das könnte auch sein. Gute Legung trotzdem. Alle beide Stapel sind gut. Wagt euch diesen Schritt zum Liebe, zum neue Erfahrungen. Ich wünsche euch, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe. Genießt die Zeit mit sich, mit euren Liebsten. Alles Gute, meine Lieben. Tschüss, Papa.